Er verbindet sich mit der Natur. Ein uraltes schamanisches Ritual. Wolf-Dieter Stoll gräbt eine Wurzel aus, die Heilkräfte hat. Doch er nimmt sich nicht einfach, was er braucht, sondern bittet darum. Gibt der Natur dafür Opfergaben zurück. So will er mit den Pflanzen Verbindung aufnehmen. Es ist nicht so, wie wir sprechen, sondern man wird ganz still, man öffnet die Seele, wird ganz still, sodass ich das Pflanzenwesen in der Seele als Intuition und noch eher im Traum zeigen kann. Wolf-Dieter Stoll. Er hat lange mit Indianern gelebt und ist promovierter Wissenschaftler. Heute wohnt er abgeschieden im Allgäu. Hier schreibt er Bücher, auch über die verloren gegangene Verbindung der Menschen zur Natur. Wir waren mindestens 3 Millionen Jahre Jäger und Sammler und haben in der Natur gelebt, mit der Natur, haben uns da geheilt, haben uns ernährt von der Natur. Und jetzt seit rund 300 Jahren haben wir uns immer mehr abgespalten. Und heutzutage, ja, Leute mit Kopfhörern, immer in einem Auto, immer im künstlichen, in einer künstlichen Umwelt. Da verhungert die Seele. Er sieht sich selbst nicht als Schamanen, nutzt aber das alte Wissen. Das Schamanentum ist eine uralte Technik. Es ist eine Technik, die man bei Naturvölkern noch findet, um das Bewusstsein umzuschalten, umzustellen, dass man eben aus dem Alltag, aus dem oberflächlichen Alltagsbewusstsein aussteigen kann, in die Tiefe der Natur hinein. Wolf-Dieter Stoll bereitet Kräuter für ein Heilritual vor. Er will einer Nachbarin helfen, die oft Kopfschmerzen hat. Das Wichtigste ist der Beifuß, der so einen kampferartigen Duft hat und der die oberen Chakren öffnet, empfänglich macht. Dann kommt dazu noch der Wacholder. Den habe ich hier schon schön reingemischt. Das ist eher stachelig, wo der Beifuß einen sakralen Raum öffnet, ist der Wacholder so etwas wie schützend, er schützt den sakralen Raum. Ja, das ist für alle möglichen Rituale, das ist auch für ein Heilritual, um, sagen wir, einen Menschen, der sehr zerstreut ist oder so, wieder mit dem Hier und Jetzt, auch mit der umliegenden Natur zu verbinden. Om Namalakshmi Namaha. Für Wolf-Dieter Stoll ist ein Naturritual mehr als ein Spektakel, das vielleicht positiv auf die Psyche wirkt. Er versucht, sein Bewusstsein zu verändern, sich auf die Natur und das Göttliche darin einzulassen. Zusammen mit Freunden stimmt er sich auf das Heilritual ein. Mit Musik und Mantrengesang wollen sie ihre Herzen öffnen für die geistige Welt. Ilonka steht heute im Mittelpunkt. Alle Konzentration, alle Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auf sie. Deshalb ist sie hier. Erde und Feuer. Man konzentriert sich nicht auf die Krankheiten und fixiert nicht auf die Krankheiten, sondern dass man sich in die Natur hineinbegibt, in die freie Natur, und dass man das Göttliche, das in jeder Seele lebt, hervorsingt und hervortrommelt und hervorräuchert, dass es dann den ganzen Körper füllen kann. Und da lösen sich dann Spannungen und da hat Krankheit keinen Platz, und es ist egal, welche Krankheit es ist. Wolf-Dieter Stoll gräbt nach einer Baldrianwurzel für Ilonka. Heilpflanzen gehören für ihn zu einer Behandlung immer dazu. Esst Baldrian und Bibernell, dann sterbet ihr nicht so schnell, sagte ein Vögelchen einer Kräuterfrau. Ilonka fühlt sich entwurzelt. Für Wolf-Dieter Stoll die Ursache ihrer Kopfschmerzen. Diese Pflanzen verbinden mit der Erde.
Aber das Ankommen, da helfen die Pflanzen. Pflanzen, auch die Geräusche, die Vogelgezwitscher. Oder einfach mal Zeit nehmen, hinein, die Seele hineinfließen zu lassen in die Natur. Und das ist wichtig. Und die Pflanzen unterstützen das. In den Trunk hat er hauptsächlich Baldrian, Bibernell und Engelwurz gemischt. Das will beim Wein kosten, erst genau. Mal sehen. Harmonie und Zufriedenheit unter den Menschen und in der Natur. Das ist auch Wolf-Dieter Stolz größter Wunsch. Ich möchte sehr gerne in einer friedlichen Welt, in einer Welt, wo man das Göttliche wahrnimmt, leben. Man kann da gut meditieren und man ist glücklich dabei. Und wenn überall unglückliche Menschen sind oder unglückliche Tiere, dann muss man versuchen, einen Weg zu finden, dass auch sie wieder Zugang haben zu diesem Glücklichsein, zu der grundlegenden Wonne des Seins.